Wollen jetzt mit Jomache, du wirst doch nicht sterben, also bitte nicht Dings. Was bist Dings? Die Schmerzen sind gar nicht mehr zu sich halten. Mama? Ja? Jetzt sollte für dich mit der Sammelrufe. Was? Der Sammelrufe? Ein nee. Er soll sich mal ein bisschen auf die Zähne wissen. Und so noch. Ich hab ich gewählt oder er? Was heißt das hab ich? Hätte ich gerne noch Zimt auf meinem Platz. Ich bin kriegen, Papa, das ist sehenswert gewesen. Hoffentlich hat es niemand gesehen, danke. Du wünschst, dass man die Kata berühmt wäre, weil in der Fabrik im Büro ist ja alles dicke Held. Wenn du Held gewohnt hättest, hättest du noch andere so eine Sucher. Ja, das weiß ich. Ich habe aber nicht mehr leider deine gefunden. Ja, ich kann nicht aus, wie du rumzuhändeln, ha? Ich habe hinterher gewillt. Lieber Urteil, wie mir das niemals passiert. Da bin ich schon längst nicht an der Glas gehoben. Das alles hat hier nur mehr angefangen, weil ich die Tür hat sich nicht inrieben gelassen. Ich habe mir genug auf der Erde und auf der Beine und sogar im Gesicht rumgeschmiert von dem dummen Schalter. Und der Norsch, wie so eine Stich auf der Beine, auf der Erde und dein Gesicht? Nee, Kappe vom Buckel, wenn die das nicht mehr haben, dass ich das T-Shirt aufhalt. Aber Papa, Arlindon, mit Top doch nicht auf der Plage rum, mit dem T-Shirt an. Ich war ja nicht da. Auf der Plage gewinnt, ja, aber wie ist es jetzt? Oh. Ich soll es ja nicht angekommen, dass ich mal aufhören mit Kiele. Wer steht nicht hingeschlagen, der ist ja auch so nicht gestreht. Es tut mir leid. Ich kann aber nichts so anderes zu machen gehabt. Und genau, ich glaube ja nicht mehr ums Vorgesetz geführt getan. Ich nicht nie, Papa. Das zum Namen ist nicht so. Herr Kumm, Sel hätte ja ein Video gehabt. Ja, ja. Welche Mensch am Morgen extra? Wo er gespielt hat, dass er so eine Stich im Buckel hat, springt ja der Bobe ins goldene Wasser, für sich aufzukehlen. Nein, hat der Papa einen Satz gemacht, wo sie der Vogel ins kalte Wasser gekommen ist, was schon gerade gewählt, der Flieger und der Ofen hat hübsch gehalten. Aber selbst brillt nicht so, die alle liefern da rumgelöst. Ja, eine Nummer, wenn man eine Schade hat, bricht man von dem Spott mit Tasche. Was ich aber nicht verstehen kann, Mama, ist, warum das Erbe nicht gleich wieder auf der Plage gegangen ist. Ja, das habe ich ja auch nicht verstanden. Anstatt dasselbe Bär wieder zu nehmen, für nichts zu gehen, kratet der Bobo auf den Felsen, wo gerade aus dem Wasser rüsselt. Ich schröme. Die Menschen sind jetzt schick. Ich hätte auf meine Felsen gekrabbelt, wenn die am Nähen gewählt ist mit Platsch. So ist das im Kaltwasser. Das sind Schmerzen, das sind Weg, das sind Weg. Und ja, ich freue mich in der Wisse, dass auf dem Stein eine Hüfe Ursachs hätte. Hey Papa, gewiss hast du nicht, aber gemerkt hast du mich, ja? Und ihr sagt, hätt ihr sogar hinter Peter schlafen. Und ich bin sicher, du hättest den ersten Preis gewonnen. Ich hab gemerkt, er macht extra. Wo er gespielt hat, dass er die Stoffel da im linken Fuß hat er nicht so gelebt. Und was hat er gemacht mit dem rechten Tisch in der anderen Hose? Da, ich hätte gerne mal noch gesehen, was ich gemacht hätte und raus. Papa, wir sind wohl nicht auf den Plätzen gewesen, aber ich bin sicher, wenn wir alle zwei Wesen von Stoffel gehabt hätten, wären wir wieder ins Wasser gekümpft. Das ist doch das Beste, was ich können mache. Schließlich hast du ja auch nicht können wissen, dass du noch über dem Hüpfen ein Ball auf den Kopf kriegst. Nee, du bist gerecht im Sinn.
selben Moment hat der Junge mit einem Ball gespielt. Und ausgerechnet, aber ausgerechnet, wo der Papa geküsst ist, hat der nicht geschmeckt. Das ist ja das älteste Gute von der Passierung. Ja, wo er noch auf der Plage von mich Mama hat, er gar nicht mehr aufgehört mitreden. Er hat nur mit mir noch gesagt, ich habe eine Sirene. Ja. Und jetzt hüpft ihm noch die Sirene im Kugel. Und jetzt sechs Mal mit dir! Was kann ich reden? Menschen, das wäre ja gar nicht. Macht man wann jetzt jemand die Guckzeit von den Wellen mit was soll ich denn deine Rüß machen? Mit meinen Zellen, die nicht so? Knack, knack, knack? Mama, du willst mit deinen Zellen am Papa seine stinkende Späße stehen? Nein, was du willst, aber mach schnell! Aber für den muss ich ja Pinzette holen und die habe ich nicht. Ich habe ja nicht gewusst, dass du da verrufst, dann brauchst du aber nicht. Da geht doch ein Boden. Wie geht doch? Eins wird doch der Fahne an der Rezeption, wenn sie zu weit fallen. Ah jo, bestimmt. Dann gewusst ist, dass der Käfer kommt, da hast du eine reserviert, gell? Mach jetzt du gehst! Wie geht doch die selber? Das ging nicht lang. Behalten. Ja, sonst kommen ihm auf einmal noch die Tränen, gell? Bis nachher, Papa. Ja. Die zwei Minuten lang. Der Schmerz hat. Das bin ich. Ui. Ich glaube, ich muss mich ein bisschen da auf die. Ein bisschen auf deine. Heißung, auf deine grüne Akzent legen da. Finde ich jetzt noch besser. Warte mal. Und dann fällt es neben dir. Ich will
denn ich hab nur Rumpfabdinn. Ich leg in dem Legstuhl. Und ich steh sicher nicht mit dem Bitsnüber zu tun. Doch, geht, Mopsen. Ist das schon jeder Mal? Denn in meinem Leben, ich auch nicht, wollen Sie mir so zum Laufen, wie Sie noch. Das ist aber jetzt nicht besser. Was fehlt euch denn? Mir fehlt gar nichts. Im Gegenteil, schon zu viel. Jetzt freue ich mich. Das ist bestimmt mein Bewegungsmann, wo ein Kunden zu bewegen. Und er hat als Kuvertüre die zwei Bücher. Ich habe es doch gedacht. Es ist so dumm wie die zwei, kann man doch nicht richtig sehen. Die macht es doch extra. Wie war's besser? Nix. Ich habe mich gefreut, dass es so man mit ihr zerfiel kann. Oh! Besser. Er hilft dir nichts. Ich kann jetzt nur mal eins sagen. Man zu nicht auf allen kein, aber nun wirklich doch. Ach, und wo wäre er noch? Im Luxusparty. Auf der Luxusplage. Im Luxusrelax. Mit dem Luxusbibel. Wow, da ist Luxus. Ja, was hindert dich dran? Oh, über den X-Mopfen. Hauptsächlich endlich, ich dezidiere nicht allein. Ah bon? Und wer ist das? Die Person, die mir Geld ist. Ich finde, ihr müsst jetzt selber schmarrn. Doch. Bis dann, wo man mit so einer engen Schrift hat. Und dann kommen wir zurück. Ich habe der seine Tür ist ja gesagt und jetzt muss ich auch sie mitgegangen. Ich bin sicher. Wenn ihr jetzt nicht berühmt und heute abgehen. Da ist bestimmt Schauspieler oder Sänger oder Fußballer. Ich kann es schon noch wissen, wenn es jetzt in dieser Später. Ich darf ja nicht freuen, heute. Ich schütze die zwei Bücher mit. Da kenne ich aber auch gut Geld verbringen. Ja, das schau ich auch. Nur bis jetzt habe ich noch nicht viel geschieden. Aber alle, ich bin ja von mir noch erst an. Ja, bleib. Wir wissen schon lieber, sie werden schon rum. Und jetzt meine ihr jetzt. Ich bin sicher, die Person wird schon wissen, was sie macht. Sie will bestimmt noch das Beste von euch. Wieso kann ich das sagen? Keine Ehre. Ganz und gar nicht. Es hätte mich aber frei, ihre Bekanntschaft zu machen. Das ist nicht ausgeschlossen. Wenn ein Anleger da in der Kampi blieben, dann können sie nicht verhandeln. Aber von Anfang an werde ich eher an ihrem Platz sagen, dass ich die Leute schmisse. Und von Anfang an sollte er ein bisschen nüsse und nicht allein bleiben. Ja, ich steht ja gerne, ich kann nicht. Wieso das? Oh je, das ist eine viel zu lange Geschichte. Da habe ich gar nicht genug Zeit, wo ich das alles erklären. Das ist egal. Ich kann nicht mehr wieder sagen, wenn ihr da leben bleibt, ist es mir nicht viel. Ich habe nämlich gehört, dass vorher gelogen ist an der Blase. Ja, auf der Blase, ja. Ja, das sind ja Folgen, ja. Ich werde nur mehr nachgesehen, wenn ich es tue. Aber so viel wie ich verstanden habe, ist es so halb verrückt ins Wasser gekommen. Und vom Wasser ist er auf der Felsen und vom Felsen wieder ins Wasser. Und gebrillt der Bär! Das muss ein komischer Gemeinde sein. Warum? Dass die Katze so etwas gemacht hat? Das ist ganz so gar nicht. Da hat sich alle, wenn man mal wieder wichtig machen. Männer? Da wollte ich bitte schnell vom Wasser rüsten.
wegen ihrer Zungenstich gehabt habt. Das glaube ich nicht. Da hat der Echte Vater Zungenstich am Drehen gehabt. Oder wäre der nicht so schnell mit ins Wasser gesprungen? So wie ihr das da merken. Der Mann, wie viel ist das schnell? Auf dem Feld und von dem Feld herauf um wegen ihrer in der Zinnen getappt, ja. Ajo, was hat denn der so gelaufen? Auf der Ursache nicht. Ja, ja, auf der Ursache. Auf der Ursache hat er gelaufen, ja. Nun muss der zum Arbeitsdoktor. Wieso bin ich von der Person so zu retten? Warum? Kennt ihr die Person? Gott, warte, Gott, warte. Ah, das hätten wir auch Kinder passieren. Das ist typisch. Will du gar nicht begütigt sehen. Das zwischen ihr ja nicht. Ihr sind sie ja nicht gewöhnt, oder? Na, dir steht, ich sind sie ja nicht gewöhnt. An der Zinne, aber frischer eher nicht begütigt sind. So, ich muss aber jetzt wieder. Ich muss auch nicht da, wo ich jetzt davor. Was will denn ihr davor? Nichts Wichtiges. Alle, man sieht uns vielleicht noch einmal. Aber Frau Monsieur. Oh, wow, Moment. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass noch mehr Elsässer da immer so verlorene Ecken sind. Die Monsieur hat vorher gerecht von zwei Elsässer Führern. Das wollte ich herziehen. Zwei dumme Elsässer Führer in Süden. Schläft Mama noch, oder? Das ist schon stark von Schmerzen. So schnell stirbt man nicht. Er wird im Relax-Leium schlafen. Ja, obwohl das Kind hat, wo sind denn ihr das Pinzett am Hohle? In Paris! Papa, du wärst schlauer. Wir wollen aber dieses Pinzett nicht in den mitbringen. Was habt ihr mir da? Bin ich in der Not? Gott, ich geh dir auf, jetzt nicht so dumm zu machen. Wollt lieber, was wir dir dazu sagen wollen? Ich soll mir nicht retten! Ihr soll mir die Stabe verfehlen, Papa! Das wird dir schon gemacht, aber für das musste wieder in die Rezeption gehen. Und dort hast du so Brot wie drauf gemacht und da springst du wieder rum wie so ein kleiner Horst. Ja, bist du nicht so gefahren, wie es kommt? Warte, ich habe eine Idee da. Komm, gib mir mal kurz ein Telefon da. Ich ruf mal ein Taxi an, gell? Ja, ich witzig. Ja, komm, Papa, mir helfen dir ja schon. Du bist schon auch bis daher gekommen. Die Stadt lässt sich auf den Zell und hoppla, stehen wir da oben. Ja, mach mal langsam, langsam. Ja, ja, alle dumm. Mir hat's gut gefallen im Meerwasser, hä? Ja. Mir hat's gut gefallen im Meerwasser, schon war nichts. Ja, was glaube ich doch. Der ist schon Du hast schon mal nicht ins Wasser gedrückt. Verdass hat es mir so gut gefallen. Allein sind wir doch nicht gekommen. Ja, bis an der Zähne hast du nicht gemacht und noch 5 Minuten nichts gesehen. Da hast du 2 Schritte vorher gemacht und noch 5 Minuten gar nichts gesehen. Da bist du gestanden, wie so stark. Ich hätte mich nicht mehr hinlaufen. Ja,
Und jetzt so gut mit Lachen ist sie terrorisiert gewesen, weil ich mir so groß, so schwarz und kleine Fischchen und mit dem Fee so gut geschwommen ist. Sind nur für die Arsch jetzt Angst, wenn man so kleine Fee, daheim haben wir viel größeres Fee, du hast keine Angst davon. Daheim ist das Fee, ist nicht gewählt, aber das kleine gekrempelt ist mich ja nicht gewählt. Und dann sind wir noch durchmachen in den Kopf. Ja, stimmt. Das hat der Büschnabel ein bisschen hin. Und als eine große Welkung habe ich umgeschmissen. Also ich hätte nicht in die Hinlage. Ich hätte nur das Süffel gemacht, so verdammt, ja. Ich zieh das Bild noch gerade fest, hat aber Rüst gelöst. Und wie hast du gestrampelt? Ich habe mich doch geschraubt, wie du bist, Herr Schau. Ja, der Herr hat dann im selben Moment ist nur so halb verreckt und herumgehüpft und hat herumgekriegt. Hast du mal gemeint, er hat hier an. Ich habe noch gar nichts gesehen davon. Ich habe noch mal nach der Kopf in der Wasser gehabt. Halt jetzt endlich mit Lachen und dem Bibel. Ja, Schermen, ich verspreche das. Opa, Professor, der Halm verhängt. Ich glaube, das ist noch Elsässer gewesen. Ja, ja. Alle, das kann ich Menschen. Weil ein Elsässer spinnt nicht so. Das ist bestimmt der Hasenbock gewesen, was will er machen, klar, was ein Elsässer Die Hasenbeck ist ja mit allen Wasser gewäscht. Genau. So, aber jetzt weiß ich also nicht, warum hast du so schnell wieder an der Kante gerannt hast. Ja? Weiß es nicht, warum hast du. Mir hat es gut gefallen, da auf der Plage. In dem warmen Sand, in der heißen Sonne, mir hat es gut gefallen. Da, ja, 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 mit den heißen Mädchen, mit den warmen Brüsten, gell? Du weißt nicht, von was hast du gewäscht, ja, ne? Du weißt nicht, von was hast du gewäscht. Du hast den Jungen, der Eber, Rüsser geleugnet. Ja, ja, so schlimm ist es auch wieder nicht gewesen. Ja, so schlimm ist es nicht gewesen. Es ist viel schlimmer gewesen. Ich habe gewählt, ich habe gekriegt. Ich bin noch immer zu ihrer zweiten Frau gesagt, dass sie soll sich ein bisschen auf den Sitz setzen, nur bevor es zu dem Mann sein Freund kommt, und sich mit ihrer schönen Titel. Jetzt will ich das einmal sagen. Ich habe ihrer zweiten Frau gesagt, sie soll sich auf den Sitz setzen, weil sie mir Schäden gemacht haben. Ja, das ist auch wieder Österreich hier aus den Arsch. Und die ganze andere Mädchen, die du angelöst hast, hat die da mega Schäden gemacht, hä? Aber hat ja gemerkt, du bist so spürhund, so hast du da rumgedacht. So stimme ich das auch wieder nicht mehr. Und auch, von welchen Menschen du hast uns erhärtet, deine Frau wird die Schäle frisch genannt, hä? Oh, bestimmt nicht von dich, hä? Das ist der Stuhl, hat er wissen. Unser Herr hat das, dass ich daheim nur so alte Kühe habe, ne? Soll das auch nicht heißen? Als du mich zu deiner alten Kirche kennst? Ja, schön, ja, Spaß. Die nicht bricht, sie nicht, aber wenn ich mit der Idra von meine Kirche. Also, du musst dich doch verpflichten, was du verpflichten ist, ja? Und nochmal, mit dem alten Nachtkämpfer, wo die jede Nacht auch noch. Da habe ich den Haus wohl, ja? Das, was ich jetzt gemacht habe, beim nächsten Mal. Jetzt gehe ich einfach auf den Platz und gebe mich einmal nackig schüssen. Und dann nehme ich einmal nur, wenn sie nicht alle auf mich schwimmen. Ja, sind ich sicher. Denn für einmal ist ein Hüse um Stückchen auf der Platz gebunden. Ja, stopp! Ja, das ist schon ein Ehe! Wo will er denn hier? So schnell auch, ne? Schämmen. Ja, auf der Platz mit dem Brichtbaren Luftstoff. Die haben schon 50 Jahre den Sonnenstrahl mit sich. Nicht schlimmes, bin ich schön, wenn ich nur mal eifersüchtig, weil ich ein junges Boxhändler mit dem Brich in der Arme lebt, dann schützt gar nichts. Ah, Nummer 1 ja. Und ein kleines bisschen angelöst. Ein aber sind ja mal aus der Läschung und aus dem Boden. Also, nein, ich bin tot sicher, als du den ganzen Maße von deinen Titeln von deinen jungen Bomben hättest. Aber weißt du was, Herr Mann? Wenn ja meine Bühne wäre, ich wollte Schießgasen nachricht, gell? Dann sag ich mich um und dann werde ich Zutaggutscher verkaufen. Ja, es war doch verhältnet, das ist doch gar kein Grund. Ja, ja, natürlich. Man merkt wohl, dass nicht jeder Mann ist, wo andere nicht freie Ahnung kann. Wenn ihr tatsächlich eher Mann ist der Einzige, der so etwas macht, dann kann ich euch beruhigen. Sind alle Männer da so? Alle Männer sind so. Oh, von der rechten Arsch sind sie alle selber.
Pauline Emerson. Ja, genau, Pauline Emerson. Und das wäre mal einmal kurz und dann sind wir sicher aus, wenn ich richtig habe. Jetzt hast du schon wieder
Dies, was ist denn jetzt da? Was denn immer geworden? Okay. Ah, die ist doch Journalistin. Die hat bestimmt etwas gehört. Vom Remo seinem Stier. Wo er schon gemacht hat auf 10. Also, dies. Das ist einfach. Und da ist er natürlich angesprochen. Und dann hat dies gemacht. Wui. Denn bringt sich für mich jetzt nicht sagen. Jo, wissen wir, er ist schon gekommen und hat er nicht gern, dass man alles mit Leuten verzählt. Du schäm mich. Jo. Mir kann ich es versagen. Oh, ja, er ist schon jetzt nicht da. Ja, verfolgt ist schon vorzeitig, ich war da. Ich weiß nicht, effektiv mal war, aber. Jo, aber wissen wir, ja, warum, wo? Jo. Ja, also, ja. Es ist egal. Ja, immer. Ich muss aber jetzt gut aufpassen, was er mir jetzt erzählt. Die Rede ist so komisch, dass es schwierig wird. Wer eben, ne? Und vor was? Vor der Tournage? Ha, was hat er jetzt gesagt? Wer eben, ne? Und vor was? Er tut nach. Was ist jetzt das? Und genau mit dem, also Remusiner Stier, aus der so bekannt ist, natürlich den ganzen Führer will er nicht jetzt vor ihre Käfer decken, nicht? Aber das versteht ja die nicht. Er ist schon viel zu jung. Guck mal, ich hab sie noch an der DNA, dann versteht sie schon sowieso nicht. Nur sag ich einfach, Buch a Tuch. Einmal, eine Kuh, noch wieder eine Kuh. Und wir bringen hier gut die Ferien. Ja, ja, ja. Macht sie täuscht ein paar Mal los. Nein, noch nicht. Und man ja schon jetzt mir jetzt von dem bekommen, da wird dein Camping so Tim. Ja, zufällig ist es der Grund, dass es so bin. Ich hatte direkt eine Rede von einem wohl letzten Abend angedacht. Bis jetzt ist nichts Neues. Es ist so viel an Schorchen gewesen. Und ihr, wenn ihr sie mit einer Bekannten anfangen bei dem Kabel? Unsere Kupfer doch erfrisst, kein Wissen doch vor die Unsen.
Die sind der Ehrenreihe. Wir sind eine so große Kuchen, die kann man bei nicht verwechseln. Das ist unmensch! Unsere Kuchenböckli haben doch kein Fähigkeit von denen noch einmal. Ich will jetzt mal nicht nach ihrem Weg. Aber das geht ja nicht vor. Hey, nein, die Schlampe! Komm mal zu da, hey, ho! Unsere Balliste sind abgehauen! Hey, Balliste sind wir dabei? Genau, unsere Balliste, unsere Balliste sind wir dabei! Sie sind abgehauen von der Rezeption! Ja, was machen wir hier an der Rezeption? Ich muss erst mal nicht jetzt mehr mal machen, ich stehe oben und gehe zur Frau, aber an der Rezeption, die Balliste! Soll, aus meinem Plan richtig funktioniert. Ah ja, einmal apropos von der Plan, wie geht denn der Plan voran? Ich tue es aber nicht so schlecht, ne? Es ist aber ein bisschen für mich derangiert. Ah ja, und das wäre was? Es passiert sich so ein komisches Ding herum. Es schon scheint sich da auf dem Camping, da kann der Schauspieler sehen. Wow, Schauspieler! Und du bist ein Schöner! Wo ist der Mann? Oh! Du schaust du nicht! Oh, kann mir nicht. Kann mir kriegen, bitte, gell? Dann schon mal mehr Text auf der Plage gehen. Hätte ich das Buch gehalten, das Buch nicht, gell? Und wo sind solche dort noch Probleme sind, ne? Schauspieler hin, Schauspieler her. Ne? Und dann mal bereden ist oder nicht bereden, ne? Dann darf man Ferien machen wie alle Leute. Ja, so bin ich da gar mit euch. Auch auf dem Camping soll ihr für das sein. Die Ehre, ne? Ja, effektiv. Aber zwischen dem Schauspieler und dem Politiker haben die Leute doch schnell spaziert. Obwohl, manche von den Politikern, die spielen ihre Rolle besser wie ein Schauspieler. Wie meine ich das? Kommen Sie jetzt echt mal. Also, ja, gut so. Vor der Wahl erzählen sie dir so viel, dass der Mensch ein bisschen schöner wird. Nach der Wahl hast du den Eindruck, du hast einen schon einmal gesehen. Nämlich nichts hat changiert. Ui, wo schaut's da? Bist du auf meiner Seite oder bist du in der Opposition? Natürlich sind ich auf meiner Seite. Mich belische im Leben nicht mit den Wählern in der Politik. Natürlich, richtig. Ich habe gesagt, natürlich belische ich dich. Aber das kommt nur ab und zu mal vor. Und wenn es ab und zu mal vorkommt, kein Alter, nur ist es Mädchen und ist es so viel haben. Ja, sowieso. In Politik heißt es nicht Lehre, aber Spaß dann mit der Wahrheit umgehen. Ja, ja. Ihr geht ja sogar so Spaß mit der Wahrheit um, dass man die Zeit besser hat, gell? Sie können mich halt gar nicht lieben, wenn ein Kaffee regnet, ne? Soll ich echt jetzt verlieren oder nur Spaß haben mit der Wahrheit umgehen? Kein Ehrenkinder ist benennen. Die Woche wird aber rumgehen. Was? Ein Kopf die Woche? Nein. Das kann auch zwei Wochen werden. Das ist schon alles wie im Plan richtig funktioniert. Dann strenge ihr endlich mal an und drehen, dass der Plan klappt. Ich bin nämlich noch 14 da, aber ohne Ehe, ich hab kein Reit mit meinem Leben. Warum ist das nicht möglich? Weil das der Müsselkappe, ne? In der Ehe in Karaibe geht. Du bist Alter, ich wollte doch, ich werde doch jetzt doch der empfehlen gehen, wo ich will, ne? Nee. Warum ist das denn möglich? Halt mir jetzt bloß nicht so einen Plan. Du, ich krieg noch ab mit dem Sinnplan. Ja, jetzt mal.
Erkläre ihr uns jetzt einmal einen blauen Bauch. Kein Appetrei, ich will jeden Detail wissen. Wie gesagt, kein Appetrei, oder wirst du dir selber schon nicht wieder blau zum Vorhang gehen? Doch, weiß ich's. Doch, weiß ich's. Und ich bin ja sicher, dass es so gut der Blauen ist. Ach. Also, hopp, der Fuß mit dem Blauen. Ja. Wir sind nämlich gespannt. Da anfangen, wissen wir, wo ganz einkommt zum Lieben. Also, bis daher, kommen wir mit. Ne? Ja, Kinderwunder. Das haben wir schon 100 Mal gehört. Es ist aber der Rest, wenn man wissen will. Hier stehen wir jetzt machen müssen. Die Stufen, Kabin, Bekanntschaft machen von Alit. Und noch müssen wir uns depolieren, dass sie ihnen sympathisch klingen. Und wenn das noch klappt, mache ich Angst, wo wir eigentlich von der Television kommen, von der Reportage über euch zu machen. Voilà. Ja, ja, aber Moment, da ist ja gar nicht mehr inkognito. Doch, Schatz. Ich glaube, ich habe verstanden. Aber das ist extra gemacht, gell? Ich glaube, der Reportage soll zeigen, was ich als Politiker so ganz gewöhnliche Bäne kann verbringen. Und wenn man so ganz gewöhnliche Kabin mit so gewöhnliche Lied, das soll immer so tun, gell? Und dass ich überhaupt gar keinen Luxus tun. Jetzt haben wir den Plan verstanden. Voilà. Ja, aber schau mal, Rüdiger müsste tun, Mann. Der hätte wenigstens so ein Hotel nehmen können. Jetzt. Wo ist er wohl? Was soll einfach Personen hier, dass ein Politiker in einem Luxushotel in Delft geht? Ja, nix. Ah, doch! Da wollte ich auch gern, oder? Ganz und gar nicht. Das erste, was er hat, ist, der geht in Delft auf unsere Kosten, mit unseren Steuern. Genau, genau, die Sache. Aber wenn er sich aus dich so hundsgewöhnliche Ferien verbringt, und wenn man so hundsgewöhnliche Korb bringt, wie so ganz gewöhnliche Lied, dann sagen sie, voilà. Das ist ein Guter, das ist richtig. Dann müssen wir wählen, der kann uns erspringen. Gell, einfach? Ja, jetzt haben wir den Plan verstanden. Voilà. Das muss auch klappen. Wenn ja in unserer Periode Krise sind ja viel mehr nicht auf einem Camping, wie im Luxushotel. Also, wir stimmen. Gut, einfach gut. Ich kann deine Frage verstanden. Ja. Es kann losgehen. Aber jetzt halte ich mir noch was um die Zimmer. Ganz einfach die Ferien machen. Ich weiß nicht, ob ich das betraue. Können wir nicht. Ab und zu, aber nur mal ab und zu. Hol ihr mir Sternewirtschaft, als sie gehen? Ganz und gar nicht. Wir kochen uns selbst, ne? Du bist schon Küche. Was? Selber kochen? Ich kann in meinem Leben noch nie gekocht. Es geht immer nur noch um alles, ne? Was? Ich glaube echt nichts. Schatz, komm, dreh dich jetzt nicht um. Komm, sitz dich da unten. Wollt ihr mal, was ich dir zu sagen kann? Ich weiß ja auch, die Hund kochen kann. Du bist gerade zum Essen. Das macht er nicht. Ich bin der Leonard. Ich habe die Lesung. Ich habe an alles gedacht. Weißt du was? Der Alba wird kochen. Das ist nicht schlimm. Das kenne ich ja von. Es muss ja Anfang Kind für alles sein. Aber nein. Ja, aber das muss ich nicht verstehen. Das wird schon gehen. Und wie schaut's gut? Wir gehen uns jetzt in die Dusche und frisch machen und ein bisschen umziehen. Ha? Aber du, nur mit mir zwei, gell? Und natürlich die ganze Zeit und dann kaufe ich keine mit alle mit. So viel Platz ist nicht in der Dusche. So schön wie das aus, wie dein erstes kleines Leben ist. Alba, ja. Dann können ihr in der Sitte Kochbuchkarte gehen, gell? Komm jetzt in der Dusche. Ich bin schon nicht einfach, die Madame Kaffee. Und wenn ich deine große Zahl noch nicht hätte, hätte ich schon noch mal so einen Namen holen können. Ich bin nicht gegen Mama mit deinen zwei. Überhaupt, sie hat Pulver ohne davon. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Das liegt schon wieder. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Je parie que vous êtes Alsacien. Bonjour, woher wissen Sie das? Ich bin der Greenfinger, wo man es gestartet hat. Interessant. Was so, wo meine Diener hängen? Dass ihr nicht immer besondere Kunden dort sind. Und nicht unbedingt von der Ferien. Wow, sind Sie Madame Soleil Aguayo? Nein, nicht direkt. Bingo, das muss jetzt der Agentin von dem Schauspieler regiert werden. Jetzt kann ich etwas vorstellen.
ist denn nicht mal am so länger Weihnachten. Ich habe nur meine Arbeit geholt. Und so wie ihr da oben gezählt sind, nennt man eher Stärkung auf der Arbeit wie in der Ferien. Ja, ich habe noch gar keinen Zeit, Gott, um mich umzusehen. Könnt ihr wissen, was für eine Arbeit ist, denn, oder? Das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Sagen wir mal, ich habe eine bestimmte Qualität, wo ich da herstelle, vor einem bestimmten Mann. Sagen wir mal, und dann kann ich meinen Vater durchgehen. Auf jeden Fall, reden können wir. Was geht es, wenn man es ein bisschen einfacher macht? Wo es einfacher macht, schaffe ich von meinem Patron, wo du in Berg ist. Was? Er schaffe und ihre Patron stunden Ferien? Ja? Dann ist ihre Patron bestimmt kein einfacher Mann. Ja, das kann man schon sagen. Ne? Aber jetzt verstehe ich jetzt nicht. Was macht denn ihre Patron immer so einfacher Camping, wenn es kein einfacher Mann ist? Ich stelle mir ein bisschen viel Freude, ne? Du musst dich aufpassen, ne? Du musst dich nicht blauen. Voll. Ich nehme, ne? Mein Patron ist krank. Oh, Alter, jetzt hast du sicher eine Stierheit gesagt. Hoffentlich schnuppe dich nicht so richtig da rum. Sonst ist alles am Ende, ne? Er ist krank? Und für dich muss er auch deine Camping? Ich will du bist schon näher an der Luft wie ein Hotel. Ja cool, ist das Passwort denn richtig? Die steht die Frage. Da muss ich aufpassen. Ist denn die von der Polizei oder Journalistin? Jetzt alles. Jetzt muss ich die Gerät und Tisch nutzen. Ich bin ja eine Doktor. Ich weiß immer, dass es sich bei der Einfachheit nicht besser fühlt. Wie der hohe Sozietät. Der erzählt mir egal was. Wenn der meint, dass ich einen Quatsch glaube, hat der bestimmt am letzten Vogel, wenn ich noch kein Abstimm muss machen. Das ist aber eine komische Krankheit. Aber Gott, im ganzen Sinne wie ich. Gewöhnliche Leute sind praktisch empfindlich für so etwas. Das kann es gehen. Sie haben nur die Frage, einfach die Erbe von so etwas zu wissen. Ich bin Psychologin und studierte Leute. Ja, ja, erzählt es immer, wo der Hose mit der Biss am Zug macht, aber nicht mir. He? Stimmt, interessante Erbe. He? Effektiv sehr lehrreich. Kennt ihr Ihre Patron-Magazin? Da kennt ihr bestimmt viel dazu lesen. Jetzt ist der Moment, also da wegzuschaffen. Euch ist mit seiner Frau auf Blasch, ne? Wenn er wieder geht, mit der ist. Mit Blessi? Ja, da also, noch mehr. Jetzt hab ich und er hat so zusammengepackt und er ist jetzt auch mit der Hälfte. Ja, warum glaubst du denn nicht, dass sich jemand probiert hat und unsere Valise ist versehen und der Rest jetzt so gebrummt hat? Wer glaubt, wer zählt? Ich bin alle vom letzten Regen. Da auf dem Kabin ist keine Ordnung. Da hat ein paar so dumme Leute sich vom Mobilhome gewechselt und sind einfach mit unserem Gepäck abgelöst. Ja, du musst ja aber eingeschrieben sind von den Männern, dass jemand abgereist ist, ohne ihren Koffer. Ich habe vorher noch ein Gehirn von zwei
Elsässer Führer, gell? Wer schon die Schule für Luther gewählt sind, wo wir nicht für die Banditen aufsehen. Wie kannst du denn nur so ein Samen, wo du gar nicht weißt? Und du musst ja die Putze von der Affäre ziehen. Sieh dir das dünn so, weil die ist an der Rezeption von der. Hast du deine Schmerzen an der Fies ganz vergessen? Ja, und Bini, Papa, hast du gut gepredigt, was du deine Produkte auf der Fies gemacht hast? Hast du Brot gewählt, sie werden gemischt? Was, mal du? Sollst du mal nicht auf Reis stellen? Du darfst dich mal nicht hinzugehen. Es scheint sich aber gelohnt zu haben, ne? Hast du mal kein Weh mehr an der Fies, Papa? Na, jo, ich sag's, jo. Die Waliser hat die wieder gesund gemacht. Hoffentlich kommt nichts mehr im Noah. Hochgestalten hält das Gift so mit in den Kopf. Halt jetzt gleich mal mit dir! Bitte mal, Mensch, sind dich hier! Sind dich hier! Der Geist kommt kaum weg. Tja, ich bin stark. Ich muss mich wieder düsterer begehen, doch. Es ist schon zu spät. Das Geld von der Ofen ist in den Kopf gestaltet, weil es wieder Fieber. Ja, Mama, ja, viel Fieber. Timo, warum sind dann jetzt uns die Malis von der Rezeption gewendet? Hast du nicht gehört, was der Direktor gesagt hat, ne? Doch, gehört habe ich schon, aber ich habe überhaupt gar nichts verstanden. Ich auch nicht, der Hausarbeiter rettet ja viel zu schnell. Schiss, oder? Hast du die Zeit doch gesehen? Nein, ich kann nichts sehen. Du hast es einfach gesagt, das Gift von Uchsa, mein Zähne, nicht stöcken. Ja, ja, Ich glaube, wir sind total verloren.